Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Ergebnis von der festen Zahnspange. Falls ihr das Video davor nicht gesehen habt, dann schaut unbedingt rein. Da erzähle ich, wieso ich die Invisalign-Spange hatte, wieso wir jetzt eine feste Spange noch reingesetzt hatten und alles drum und dran, die ersten 2 Wochen, meine Erfahrungen. Habt ihr alles in dem Video hier, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal gucken, was genau meine Zahnspangen-Story denn so war. Jetzt ist das Ganze um. Ich werde euch jetzt berichten, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, was jetzt anders ist, was wir gemacht haben, damit die Zähne so bleiben und wieso ich jetzt vielleicht ein bisschen anders rede. Das erste Video hatte ich nach 2 Wochen gedreht, nach 2 Wochen mit der festen Zahnspange. Da könnt ihr so ein Zwischenergebnis sehen und schauen, was ich überhaupt erzielen wollte. Jetzt sind weitere 2 Wochen um, beziehungsweise 3 Wochen und ich bin jetzt seit einer Woche ohne fester Zahnspange und ich muss sagen, ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis. Für die 3. Woche hat man dann nochmal stärkere Drähte genommen, oben und unten, und nachdem auch die 3. Woche um war und ich für die letzte Behandlung hingegangen bin, hat man die Drähte abgemacht und mein Kieferorthopäd hat mit einem Instrument den Zahn, den unteren Zahn, der mich am meisten gestört hatte, nochmal in Reihe gedrückt. Das war für mich wirklich sehr komisch, weil er hat wirklich selber den Zahn noch bewegt. Dadurch, dass die Zähne in diesen 3 Wochen so beweglich gemacht worden sind, konnte er den Zahn leicht noch selber in die Reihe drücken. Das war wirklich heftig. Das Ergebnis war richtig gut. Der Zahn war dann genau dort, wo ich ihn haben wollte. Und den oberen Zahn, der mich auch noch so gestört hatte, hat er auch noch mit diesem Instrument in die Reihe gedrückt, so wie ich das Ergebnis halt wollte. Dann hat man den Draht, der schon drinne war, oben nochmal eingesetzt, aber vorher in die Form gedrückt, wie meine Zähne auch waren, damit sie sich so festigen. Und unten hat er den Draht ebenfalls in die Reihe gedrückt. Also er hat den Draht genommen und in der Hand so gebogen, wie meine Zahnform. Anschließend angesetzt und unten dann außerdem nochmal so einen kompletten Draht, wo so Lücken drin waren, für die Brackets, hat er dann auch nochmal eingesetzt. Das heißt, unten hatte ich nochmal so einen silbernen, dickeren Draht noch oben drüber. Ich hatte euch dann in der Story gefragt, ob ihr das kennt, ob das bei euch auch gemacht worden ist. Und mir hatte eine von euch erklärt, das macht man, damit die Zähne kurz bevor die Spange rauskommt, sich wirklich nochmal festsetzen. Das war so ein dicker silberner Draht noch. Vielleicht habt ihr das in den Stories gesehen. Nach dem 3. Termin, wo die 4. Woche dann angefangen hatte, hatte ich auf jeden Fall viel mehr Druck auf den Zähnen drauf, weil da wurde ja auch einiges gemacht. 2 Zähne wurden vor Ort noch verschoben. Da ist es dann normal natürlich, dass man noch mehr Druck auf den Zähnen hat. Nachdem die 4 Wochen dann um waren, hat man alles abgemacht. Das Abmachen ging auch ziemlich einfach, aber ihr müsst da so ein bisschen Zeit mitbringen, weil die Brackets werden dann mit so einer Zange abgeklipst und danach werden die Reste so weggeschliffen. Das war ein bisschen schmerzhaft, weil an manchen Stellen die Zähne dann doch etwas empfindlich sind und stellt euch vor, da wird drauf poliert und sogar weggeschliffen. Und dann haben wir die Zähne oben und unten etwas gerade geschliffen. Meine Zähne waren auf der Seite zum Beispiel ein bisschen länger als auf der Seite. Da haben wir das dann nochmal angeglichen. Mit dem Prozess müsst ihr natürlich vorsichtig sein. Euer Kieferorthopäd hat das im Griff. Der hat dann wirklich mit sehr viel Feinarbeit die Zähne nochmal gleich lang geschliffen. Das hört sich so ein bisschen schmerzhaft oder ein bisschen brutal an, aber das ist nichts Schlimmes, Leute. Es ist so ein bisschen unangenehm, aber danach sind eure Zähne so gut wie identisch auf beiden Seiten. Bei dem 3. Termin wurden nämlich Abdrücke genommen und Retainer eingesetzt. Der Retainer an sich ist so ein ganz dünner Draht, wird mit einiges an Kleber festgemacht und ihr spürt den Retainer. Viele, die schon seit längerem den Retainer drin haben, hatten mir gesagt, irgendwann spürst du ihn gar nicht mehr, das stört dann irgendwann gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, bei mir sorgt es dafür, dass ich mehr Speichel bilde. Und, so wie ihr gerade gesehen habt, während ich rede, immer mal wieder
runterschlucken muss. Ich habe auch Timo gefragt, der hat seinen Retainer jetzt seit einigen Monaten drin und er hat gesagt, das mit dem Speichel hatte er auch, aber das legt sich irgendwann. Jetzt ist eine Woche um, es hat sich noch nicht gelegt, aber ich hoffe, es wird sich legen. Es ist schon ein bisschen besser geworden, aber ich habe so das Gefühl, ich muss immer mal wieder runterschlucken, damit ich während ich rede nicht spucke, weil man hat wirklich mehr Speichelbildung. Woran auch immer das liegt, keine Ahnung. Vielleicht denkt mein Kopf, ich hätte was im Mund und müsste Speichel produzieren, so wie beim Essen halt. Und ich komme immer noch die ganze Zeit mit der Zunge dran. Ich denke immer noch, oh, da ist was und versuche mit der Zunge zu gucken, was das ist. Ich hoffe, das wird sich mit der Zeit legen. Jetzt gerade habe ich auch mehr Druck auf den Zähnen drauf. Ich habe das Gefühl, der Retainer dient quasi so wie eine Zahnspange von innen und hält die Zähne ja auch an Ort und Stelle und die Zähne fühlen das. Man hat auf jeden Fall Druck drauf, als würden die Zähne sich verschieben wollen, aber sie können nicht wegen dem Retainer, was ja natürlich super ist. Aber jetzt nach einer Woche, nachdem die Spange draußen ist, habe ich immer noch Druck drauf. Das ist, denke ich, normal. Ich hoffe, das wird sich irgendwann legen, wenn die Zähne dann merken, okay, ich darf jetzt nur hier bleiben und darf mich nicht bewegen. Ich bin mit dem Ergebnis so zufrieden. Oben der Zahn, der mich gestört hatte, ist jetzt mit dem anderen Zahn auf selber Ebene. Meine Zähne oben sind generell etwas gerader. Ich hatte euch ja auch im ersten Video erzählt, man bekommt meine Zähne nicht komplett oval hin, weil mein Kiefer nicht groß genug ist und ich wollte keine Zähne ziehen lassen. Unten sind sie aber komplett oval, also wie bei einem Hollywood-Lächeln. Natürlich dementsprechend der Zahn, der unten so gestört hatte, ist auch genau da, wo er jetzt sein sollte. Nachdem die Retainer dann eingesetzt worden sind, wurden Abdrücke genommen, weil ihr bekommt noch eine Nachtschiene. Die Schiene sollt ihr wirklich jeden Tag tragen. Irgendwann nach 2 Jahren oder so könnt ihr mal gucken, ob ihr sie vielleicht nur noch 3-4 Mal die Woche tragen möchtet. Je nachdem, ihr könnt es, denke ich mal, fühlen, ob die Zähne sich noch bewegen möchten oder nicht. Aber 2 Jahre lang sollte man die Schiene auf jeden Fall durchgehend jeden Abend tragen. Und damit die Schiene natürlich mit den Retainer noch passt, nimmt man diese Abdrücke erst später. Also meine Zahnspange wurde abgenommen, die Retainer wurden drauf getan, es wurden Abdrücke genommen und nach einer Woche konnte ich dann diese Schienen abholen. Und als wir die Schienen dann vor Ort eingesetzt hatten, hat er gesehen, es drückt an 1-2 Stellen an mein Zahnfleisch und da hat er die dann sofort auch nochmal korrigieren lassen. Mein Kieferorthopäd hat nämlich sein Labor direkt in der Praxis drin und kann solche Veränderungen sofort vor Ort machen. Diese 2 Ecken, die dann noch so gedrückt hatten, wurden korrigiert und dann bin ich nach Hause gefahren und hatte meine glatten, geraden, schönen Zähne und meine Schiene für die Nacht. Ich finde, diese Schiene ist auf jeden Fall angenehmer zu tragen als die Schiene, die ich davor bei den Invisaligns hatte. Die geht auch immer noch ein bisschen über mein Zahnfleisch, aber ist halt nicht mehr so grob wie bei den Invisalign-Retainern. Ich weiß nicht warum. Ich kann euch sagen, in der Zeit, wo man die feste Spange hat, wirken die Zähne etwas dunkler. Zum einen wegen dem Schatten und zum anderen, weil halt noch so eine dünne Kleberschicht auf den Zähnen drauf ist. Ich trinke sehr viel Tee, ich trinke sehr viel Kaffee und dadurch, dass da halt noch so ein Fremdkörper war, noch Kleber, wo Kaffee und Teeverfärbung noch mehr dran haften konnten und noch mehr sichtbar waren, wirkten meine Zähne komplett etwas dunkler. Aber lasst euch davon bitte nicht runterkriegen. Diese Zeit vergeht, die Zahnspange hat man nicht für immer und es ist halt so. Guckt einfach nur, dass ihr wirklich so gut wie möglich putzt. So schräg von oben, schräg von unten und so viel mit Zahnseide, wie es nur geht. Bei der festen Spange hatte ich meine Zahnseide zum Beispiel so durch die Spange so reingetan und dann Zahnseide benutzt, dann wieder rausgetan, dann wieder so durch die Spange durch reingetan. Ich hatte große Angst davor, nach der Zahnspange mit dem Retainer, der fest drin ist, nicht mehr gut genug Zahnseide benutzen zu können. Ihr könnt nicht 100% genauso wie davor Zahnseide benutzen, aber ihr könnt so viel es geht versuchen, überall dran zu kommen. Was ich mache ist, ich nehme meine Zahnseide und gehe so von vorne so schräg rein. Ich bin mir sicher, die, die einen Retainer haben, werden wissen, was ich meine. Davor dachte ich nämlich, ich könnte nur halt so wie vorher so waagerecht rein bis nach oben und runter. Und ich dachte, ich könnte dann nur noch so zur Hälfte rein, weil die
Retainer sind halt so in der Mitte vom Zahn. Aber Gott sei Dank kann man so von vorne dann so schräg arbeiten, dass man so gut wie möglich komplett drankommt. Und vielleicht könnt ihr dann in Erwägung ziehen, ein bisschen öfter zur professionellen Zahnreinigung zu gehen als davor. Deshalb werde ich auf jeden Fall statt nur zweimal zur Zahnreinigung im Jahr zu gehen, werde ich vielleicht 3-4 Mal gehen. Ich weiß nicht, ich werde jetzt mit der Zeit mal gucken, wie meine Erfahrung sein wird, wie ich mich fühlen werde. Und ich muss sagen, so wenn ich in Sachen reinbeiße und etwas abbeißen möchte, zum Beispiel bei Obst, wo ihr so reinbeißt wirklich, ist das so, als müsste ich mich noch dran gewöhnen, als hätte ich das Gefühl, da ist noch was oder sowas wie eine Spange, die man eigentlich noch rausnehmen muss. Daran habe ich mich noch nicht zu 100% gewöhnt, aber ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin so froh, dass ich mich noch für die einmonatige feste Zahnspange entschieden habe, weil das hat wirklich alles perfektioniert. Ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin so zufrieden mit meinem Kieferorthopäden. Seine Kontaktdaten schreibe ich euch nochmal unten in die Infobox. Falls ihr aus Bonn und Umgebung kommt, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal bei ihm vorbeizuschauen, weil er kennt sich sowohl mit der festen Spange als auch mit Invisalign wirklich so gut aus. Ich habe mich bei ihm super beraten gefühlt. Ich hatte das Gefühl, er weiß komplett, was er tut und ich bin schließlich mit dem Ergebnis auch wirklich mega zufrieden. An jeden Erwachsenen da draußen, der nicht zufrieden ist mit den Zähnen, würde ich wirklich vom tiefsten Herzen empfehlen, eine Zahnspange auszuprobieren, eine Zahnspange durchzuziehen. Ich weiß, es ist komisch, als erwachsene Frau, als erwachsener Mann eine Spange zu tragen oder vielleicht sogar eine feste Spange zu tragen. Aber ihr werdet danach so glücklich sein. Man lebt nur einmal und zieht diese Zeit wirklich durch. Wenn ihr mit euren Zähnen nicht zufrieden seid, dann schämt euch nicht, im Erwachsenenalter eine Zahnspange zu tragen. Es wird sich am Ende nämlich übertrieben lohnen. Ich finde das so eines der Investitionen, wo ich sagen kann, jeder einzelne Cent hat sich gelohnt. Deshalb lasst euch beraten, wenn ihr nicht zufrieden seid mit dem Arzt, lasst euch noch bei einem anderen Arzt beraten und zum Vergleich vielleicht sogar bei einem dritten Arzt, macht es bitte. Und an alle, die auch eine Spange hatten und zufrieden waren mit dem Kieferorthopäden, schreibt bitte die Kieferorthopäden-Praxisnamen unten in die Kommentare rein, für die, die nicht aus Bonn und Umgebung kommen. Damit sie unten in den Kommentaren eine Empfehlung finden können, ist es so schwierig, den richtigen Kieferorthopäden zu finden. Deshalb lasst uns gegenseitig da in den Kommentaren helfen. Mein Kieferorthopäden werdet ihr unten in der Infobox finden. Ich hoffe, dass ihr alle die richtigen Ärzte, die richtigen Kieferorthopäden findet und euch dann wirklich mit ruhigem Gewissen bei jemandem behandeln lassen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn hier gibt es 2-mal die Woche neue Videos. Und außerdem habe ich auch einen türkischen Kanal. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Infobox. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!